Wo ist die normalste Selina? Es ist jetzt die Lüge des Wochenendes hier. Da wären wir. Willkommen in Grantabrück. Wir sollten uns direkt zum Langhaus begeben. Es ist größer, als ich es mir vorgestellt habe. Urig, holzig, wunderschön. Und alles sieht so neu aus. Unter Somas Führung hat das Sommerheer dieses kleine Dorf zu einer großen Stadt wachsen lassen. Sie brauchten einen Handelsknoten nahe London und sie wollten einen Ausgangspunkt für Überfälle in Westsex bauen. Wirklich beeindruckend. Und es gibt ein paar außergewöhnliche Bauwerke. Ja. Sieh mal eine an, wenn das nicht Eivor ist. Es ist lange her, seit du das letzte Mal hier gewesen bist. Ich kenne dich. Du bist einer von Somas Getreuen. Magni, nicht wahr? Ja, genau der bin ich. Schön, dich wiederzusehen. Das ist Randvi, eine gute Freundin und standhafte Kämpferin. Sei gegrüßt, Randvi. Eivor hat offenbar die Gabe, sich mit wunderschönen Frauen anzufreunden. Nun ja, das ist mir ebenfalls aufgefallen. Ich hätte hier mehr Menschen erwartet, Magni. Ja. Ist etwas vorgefallen? Soma ist mit einigen unserer Krieger gen Westen gezogen. Sie erhofft sich davon einen neuen Handelsweg nach Oxenafort. Doch nun, in diesen schwierigen Zeiten, musste ich erkennen, dass ich nicht der Stellvertreter bin, der ich zu sein hoffte. Schwierige Zeiten? Oh, eine Räuberhorde hat sich in der Nähe eingenistet. Östlich von hier. Direkt am Ufer. Sie greifen sämtliche Händler an, die über den Fluss oder die Straße zu uns kommen. Es hat sich schnell herumgesprochen und die Händler bleiben fern. Das könnte die Stadt zugrunde richten, wenn es zu lange andauert. Mich hat es bereits erwischt. Diese Hunde haben gestern mein Pferd gestohlen. Und was willst du? Wir kümmern uns um sie, Magni. Und wenn wir dein Pferd nicht finden, stehlen wir dir eben ein neues. Was für eine Erleichterung. Ich selbst kann euch keine Belohnung anbieten, aber die Räuber sicher schon. Nehmt euch von ihnen, was ihr könnt. Gut, betrachte das als erledigt. Eivor, komm, wir müssen ein Lager plündern. Die ist ja motiviert, holy shit. Ich bin weit gereist, um mich deiner Mannschaft anzuschließen, Eivor. Jorit die Grimmige. Die Räuber haben ihr Lager unten am Fluss aufgeschlagen, am östlichen Ufer. Du hast uns in den Kampf geschickt, Randvi. Ist das deine Vorstellung eines gemütlichen Landausflugs? Offenbar schon. Ich bin selbst überrascht. Kaum stehst du mal einen Tag nicht am Kartentisch und schon schwelt in dir der Blutdurst. Ein Gefühl, das dir wohl bekannt sein dürfte, nicht wahr? Ich wollte schon immer die Welt erkunden, wie du. Jetzt tue ich es. Es sei denn, du hast etwas Aufregenderes für uns geplant. Wir helfen Magni und beseitigen diese Räuber. Doch wir dürfen nichts überstürzen. Der Rabenclan braucht deine ruhige Hand. Ja, aber selbstverständlich. Ich werde deine Befehle genauestens befolgen. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, du verspottest mich. Nicht im Eivor Wolfsmal, Drengar mit eiserner Faust. Ich würde nie jemanden mit solch imposanter Führungskraft verspotten. Ach so. Okay, ich glaube dir mal. Nachbar hat, glaube ich, gerade Essen in die Mülltonne geschmissen. Gleich hat er auch Auslina. Wow. Oh Mann, ey. Die macht mich auch fertig. Bitte steigen Sie auf. Gut, dass sie nicht flirtet. Ja, überhaupt nicht. Fällt auch gar nicht auf. Aber wer kann schon Eivors Scham, ne? Ja. Dort, das Räuberlager. Nun gut, bleib dicht bei mir. Tu, was ich tue. Paprika-Kekse im Chat stehen. Oh, lecker. Zum Horizont starren? Ich bitte darum. Komm. Schlacht mir ein paar. Ich dachte, wir wollten uns hineinschleichen.
Nee. Du sahst so kampfeshungrig aus. Das Schwein. Nimmst du deinen Weg auf die Seelen? Lass sie mal Ruhe. Der gehört dir. Du hättest nicht herkommen sollen. Oh oh. Warum krieg ich die Dicken immer? Hui! Alter. Hackt der wohl bei dir? I believe I can fly. Ja, ich hätte gerne Flügel. Ich könnte mich echt über den anderen, über den Fluss schmeißen. Ne, die Commands sind für alle. Der ist auf Englisch halt, Love. Habt ihr weniger zu schreiben. Einfach Love und dann... Ich fühle mich schon stärker. Den Namen dann. Einfach so nachmachen, wie die anderen das machen. 19%. Da geht mehr. Scheiße! Gut, das wäre erledigt. Bringen wir Magni sein Pferd. Ja, warte mal. Wieder eine Nacht, die uns reiche Beute beschert hat. Diesmal haben wir ein paar mersische Soldaten aus Degakaster überfallen. Bokrits Jungs gut ausgerüstet. Wir haben ihnen alles abgenommen. Ihre Schwerter, Helme. Ich habe sogar eine neue Hose. Henbold hat sie nicht gepasst. Es gefällt mir hier langsam richtig gut. Viel Frischfleisch, das auf dem Weg nach Granta Bridge hier entlang kommt. Den Vertrag nicht lesen. Was? Wieso? Na, sie hat schon das Pferd. Soll ich rauf? Hallo, warte doch mal! Radvi! Du blöde Kuh. Ey, chill mal. Komm mal her! Du durftest auch auf meinem Wolf sitzen. Das lässt sich bei mir nicht öffnen. Vielleicht wegen der Datei? Ich weiß es nicht. Ach Mann. Das ist ja fies. Auf meinem Wolf darfst du sitzen, aber ich nicht. Eivor, wir sind die Retter von Grantabrück. Kennst du noch weitere Städte, die es zu befreien gilt? Meinst du nicht, das war genug Aufregung für einen Tag? Wir sollten in die Siedlung zurückkehren. Oder wir trinken noch etwas zur Feier unseres Sieges. Zu Hause. Thekla hat mehr Met und Ale, als wir je runterkriegen. Eivor, unser Ausflug hat gerade erst begonnen. Such uns ein Alehaus, in dem wir uns niederlassen können. Bringen wir zuerst das Pferd zurück. Und falls dein Durst anhält, sehen wir uns um. Ich glaube, jetzt bitter nötig, mal wirklich von der Siedlung wegzukommen. Die scheint sich echt zu überarbeiten. Nun, auf das Affäregang, auf Berserkergang her. Ein extra ein Wort geschrieben, weil das jeder hat eigentlich. Sei gegrüßt, Eivor. Du suchst nach gut bezahlter Arbeit, ja? Ich hätte nie die anderen werden. Ja, ja. Ich nehme es einfach mal an, ob ich es jetzt. Ich habe ein paar Tage Zeit. Aber nicht auf dem Handy. Ah, okay. Handy ist, ja. Magni, schwierig. Wir haben dein Räuberproblem gelöst. Habt ihr das? Gut gemacht. Konntet ihr mein treues Ross wiederfinden? Dein Pferd steht draußen und wartet auf dich. Bei den Göttern. Es geht ihm gut. Danke, Eivor. Und auch deiner Freundin Randvi, wo auch immer sie steckt. Sie muss hier irgendwo sein. Eivor, hier drüben.
Sieh dir das an. Will direkt ist da jemand durstig? Du willst dich wohl unbedingt besaufen, was? Ich will dich besoffen machen. Komm, oder hast du Angst, dass ich mehr vertrage? Um ehrlich zu sein, ein wenig. Wir wollen uns besoffen machen? Wieso? Damit wir den Willig sind? Worauf willst du hinaus? Und schwach? Einen Trinkwettbewerb. Du gegen mich, Wolfsmahl gegen Tischmarkt. Ach komm, Randvi, uns fällt etwas Besseres ein als Tischmarkt. Dann Metkönigin. Also gut, trinken wir. Wunderbar. Okay, oh, Randvi. Die kann bestimmt viel trinken. Oh fuck, jetzt habe ich nicht nach rechts geguckt. Randvi! Lass sie nicht gewinnen! Aber Randvi war besser. Ah, da hast du's. Hättest gar nicht versuchen sollen, mich unter den Tisch zu trinken. Das vermag niemand. Komisch. Deine Lippen bewegen sich bebend auf und ab, aber ich höre nur Danke, Randvi. Oh. Bist du jetzt zufrieden? Mein Schädel dröhnt wie eine Glocke. Mehr als zufrieden. Komm jetzt, wir reiten heim und lassen die frische Luft den Nebel aus unseren Köpfen wehen. Nach nur einem weiteren Halt. Ach, Randvi. Da ist dieser versunkene Turm bei einem Wasserfall nahe der Siedlung. Wir halten kurz an, dann bist du mich los. Er ist nahe des Gipfels eines Hügels im Süden der Siedlung. Leicht zu finden, schätze ich. Also gut, ein letzter Halt. Ich weiß, man sieht es kaum, Eivor, aber ich bin schon sehr aufgeregt. Ach, man merkt das. Ihr wollt schon gehen? Nun, ich hoffe, unsere Wege kreuzen sich erneut. Ja, Randvi, ja. Komm jederzeit wieder. Vielleicht muss ich das, Magni. Danke für die Gastfreundschaft. Nein, nein, ich danke dir. Gute Reise. Wieso Falle? Die gehört doch zu uns. Mich beschleicht das Gefühl, du hast Magnis Herz durchbohrt, Randvi. Was soll ich sagen? Es war nicht das erste und wird nicht das letzte Herz gewesen sein. Ich nenne dich Randvi. Schrecken der Räuber. Brecherin der Herzen. Ich trage diesen Namen mit Stolz. Sunifa hat mir diesen Turm beschrieben. Ein verfallener, aber dennoch friedvoller Ort. Ich möchte ihn unbedingt sehen. Nach einem aufregenden Tag, willst du also endlich zur Ruhe kommen? Meine Abenteuerlust ist fürs Erste gestillt. Es wird Zeit für eine Pause. Eine Pause. Ich habe mich etwas gefragt. Du und Soma, wie stark war eure Verbindung wirklich? Als du von ihr sprachst, leuchteten deine Augen. Wir haben schnell eine enge Bindung aufgebaut. Meinst du das etwa? Okay. Warum fragt sie das? Nein, ich meinte... Ich bin voll daneben gesprungen. Ist zwischen euch etwas vorgefallen? Was für eine Frage ist das denn? Eine Unschuldige. Unschuldig wie ein Neugeborenes. Zwischen uns ist nichts vorgefallen. Mehr sage ich dazu nicht. Das finde ich enttäuschend. An deiner Stelle hätte ich einen Versuch gewagt. Eivor, umgarnt von einer kühnen Jarlskona, die ihr Heer zu Wohlstand und Ruhm führt. Was ist denn mit der los? Ich werde so tun, als hätte der Wind deine letzten Worte verschluckt, Randvi. Wenn du Was ist denn mit ihr los? Was zur Hölle? Gibt ihr uns gerade Tipps, dass wir die eine da flachlegen sollen? Alles klar.
Hantvi ist, glaube ich, etwas lustvoll. Er hat ja beide betrunken. Ja, man sagt ja, betrunkenen die Kinder sagen immer die Wahrheit. Verfluchtes Verderben. Töten? Na komm. Wer will töten? Jetzt bezahlst du für deine Sünden! Okay. Wollen wir weiter? Ah, ich merk schon. Ich finde die Aufgabe gerade lustig. Das muss der Turm sein. Auf zur Brücke. Brücke? Warte, das. Loot! Muss mal wieder ein bisschen mehr sammeln. Ich will nicht den nächsten Boss in Demon's Souls machen, der ist so nervig. Ich glaube, die werden immer nerviger. Ist halt so in den Souls-Spielen. Bosse waren eigentlich meist ziemlich stressig. Das ist ein schöner Ort hier. Zum Diebe machen. Warum lockt die mich denn hierher? Das ist sehr auffällig. Oder sie sticht mich jetzt ab. Er ist so schön wie in Sunifas Geschichten. Stell dir nur vor, wie er ausgesehen haben muss, als er neu war, vor Hunderten von Wintern. Manchmal, wenn ich mir eine Karte ansehe, stelle ich mir vor, wie kleine Menschen mit ihren kleinen Waffen durch das Land streifen. Und wenn ich diese Ruinen sehe, denke ich an die Menschen von damals, wie sie lebten, nicht ahnend, was einst aus ihren Monumenten wird. Du hast eine blühende Vorstellungskraft. Ich möchte die Aussicht von da oben sehen. Wollen wir? Geh nur vor. Na los! Pass auf, wo du hingreifst. Diese Steine sind alt und verwittert. Es ist irgendwie niedlich, wie Eivor ihr Tipps gibt und aufpasst. Du kletterst gut für jemanden, der Karten faltet. Wohl kaum. Aber ich habe schon so manches Langhaus errichtet und viele Langschiffspanten vernagelt. Meine Hände sind für harte Arbeit gemacht. Das ist schön. Oh, kann ich hier Kaffee trinken? Ist doch schön hier. Atemberaubend. Die Aussicht erinnert mich an meine frühen Jahre in Nordwege, als ich die Hügel jenseits des Waldes erklomm. Du hast das Herz einer Abenteurerin. Hinter deinem Tisch sieht man es nicht. Doch nun sah ich dich einen Turm in durchtränkten Fellen besteigen. Ich war ein rauflustiges Kind, immer auf der Jagd oder auf dem Meer. Ein wahrer Wildfang, bevor ich zu dieser unerschütterlichen Frau wurde. Dann wurde ich für den Frieden zweier Clans verheiratet. Eine edle Aufgabe wohl wahr, aber keine, die ich mir selbst erträumt hätte. Aus dir wäre eine ausgezeichnete Kriegerin geworden. Eine Jomsvikingerin, die sich von niemandem Befehle erteilen lässt. Das glaube ich auch. Vielleicht wären wir sogar gemeinsam gesegelt. Zum Plündern oder schlicht auf Reisen. Oder wir wären uns in der Schlacht begegnet. Ohne deine Heirat mit Sigurd würde zwischen unseren Clans womöglich immer noch Krieg herrschen. Ja, wohl wahr. Hab Dank für diesen Tag.
Jede einzelne Minute war wie ein Traum und ich möchte nur ungern daraus erwachen. Das musst du nicht. Wir können hier bleiben, solange du willst. Ja. Was war das? Oh nein, das ist... Es tut mir leid. Das hätte ich nicht tun sollen. Ich habe mich mitreißen lassen. Du musst dich nicht entschuldigen. Sigurd ist dein Bruder und ich habe dich in eine schwierige Lage gebracht. Politik ist eine Kopf- und keine Herzenssache. Vielleicht liegt es am Met, vielleicht an der Luft. Aber du musst dich nicht entschuldigen. Ich bin nüchtern genug. Die Wahrheit ist, dass ich schon sehr lange so für dich empfunden habe. Du liegst mir am Herzen, Eivor. Scheiße. Hilfe. Ich habe jetzt bei zwei Leuten Nein gesagt. Das waren die einzigen Chancen, die ich hatte. Das ist tröstlich zu hören. Alle guten Dinge sind... Ich fühle seit langer Zeit dasselbe. Ich habe nicht geglaubt, dass du meine Gefühle je erwidern könntest. Ich wollte es dir schon so oft sagen. Dir mein Herz ausschütten. Dir all meine Wünsche offenbaren. Ja. Doch die Pflicht hielt mich immer davon ab. Sag mir, was immer du willst. Dieser Tag hat mir viel bedeutet. Wir ritten, kämpften, tranken und lachten. Du zeigtest mir deine Welt. Nicht mit Worten, sondern mit Taten. Taten sind viel bedeutsamer als Worte. Eivor, du sagst es. Jetzt Mani ist echt auf dem Turm? Was, wenn einer runterfällt? Okay. Fallen sie ins Wasser. Wow, die geht aber ran. Wunderschöne Ziegelsteine. Geht aber ordentlich. Also, die sind da angezogen! Und wie? Schade, zensiert. Sie muss in die Siedlung zurück. Was für der Turm vor der Erschütterung einstürzt. Ich glaube, man hätte nicht viel gesehen. Jetzt ist sie einfach ohne mich gegangen? Hallo? Auch mit Nacktheit des An ist das genauso. Ja, ich glaube nicht, dass sie da... Da traut sich Ubisoft irgendwie nicht. Ich soll Zigaretten holen. Mann! Ey, wenn das einer rausfindet, ne? Das wird mich voll in Schwierigkeiten jetzt bringen. Perverse Angler, der hat sich ja gespannt. Ja, es fällt dem ein. Oh Mann, ey. Das wird Konsequenzen haben, ich sag's euch. Der pfeift so unschuldig. Ich glaube auch. Aber was stimmt da nicht? Dass ich nicht getroffen habe. Deine ständige Nacktheit ist nicht hinnehmbar. Nacktheit? Ich bin da. Warte mal, die sind ja alle hier nackt. Alter. Dieser aufgeblasene Winchell, hält er denn niemals die Klappe da oben auf seinem Fels? Wir haben Winchell aus gutem Grund ausgestoßen. Seine ständige Nacktheit ist nicht hinnehmbar. Vergiss ihn. Sind wir an so einem gewissen Strand, oder was ist das hier? Dieser aufgeblasene Winchell, hält er denn niemals die Klappe da oben auf seinem Fels? Wir haben Winchell aus gutem Grund ausgestoßen. Seine ständige Nacktheit ist nicht hinnehmbar. Nacktheit?
Ah ja, da oben. Saunaclub. Bestimmte Sekte. Wer weiß. Hier sind einige komische Leute. Hallo, mich mit Hund. Und hallo, Pass. Möge der Wind ewig meine Haut kitzeln. Ohne mich wärt ihr gar nichts. Meinen Ideen verdankt ihr eure Nacktheit an alle Kleidungstyrannen. Die Welt soll wissen, was für Bedeckungsteufel ihr seid. Bedeckungsteufel? Von Winchell, dem Gewandfreien. Warum bist du nackt? Weil der kompromisslose Kleidungsverzicht mir Freude bringt. Doch meine eigene Sekte, die frommen Nudisten, haben mich verstoßen. Nudisten? Solche, die ihre Haut zum Vergnügen entblößen? Genau. Unsere Haut ist immer entblößt. In der Tradition der Griechen und Römer. Doch manche meinen, ich sei zu... Ron hat es recht. Enthusiastisch. Nackt beim Gebet, beim Essen, bei der Arbeit, in den Straßen und Eilstuben, überall. Denn Jesus liebt uns so, wie wir geboren wurden. Doch die Gruppe, die ich selbst gegründet habe, hat mich verstoßen. Ach, könnte ich nur Rache üben und ihre Kleidung stehlen, damit sie auf ewig nackt sind. Nisa und Domas! Diese Ansammlung von Verrätern tut, als wäre nichts geschehen. Eines Tages werde ich kommen und sie auf ewig entblößen, so wie Gott es wollte. Okay. Okay. Also die Missionen sind heute alle bis jetzt sehr interessant. Nackt, Liebe machen, eine Horde Dänen schließt sich der... Oh, das ist die Kiste, in der wir all unsere Sachen... Leg deine einfach... Hey! Was soll das? Unsere Kleidung! Lass das, du Dieben! Kleiderdieben! Eivor, was ist nur aus dir geworden? Nun seid ihr für immer nackt, wie Winchell es wollte. Whee! Nackt für immer! Hat sogar einen Schlipper an, wenn die Nacktheit an ist. Oh wow, okay, das ist... Dann verstehe ich den Sinn dieser Option ehrlich gesagt nicht. Wo ist er jetzt hin? Ach, oh, da ist er. Hi. Kann ich mit dir reden? Gott, Bruder und Helle! Oder ist es jetzt fertig? Und Bäder, bitte! Du solltest die Kleidung eigentlich zu ihm bringen. Das ist ja... Toll. Ich weiß gar nicht, wo das jetzt hier liegt. Oh, da unten ist ein Schatz. Oder? Brüste. Sei gegrüßt. Entspanne. Oh, das ist die Kiste, in der wir all... Leg deine einfach... Hey! Was soll... Unsere Kleidung. Lass das, du Dieben. Kleiderdieben. Ich
Ich werde verfolgt von nackten Menschen. Nun seid ihr für immer nackt. Wie Winchell ist heute. Geil. Ja. Jetzt werden sie deinen Werten treu sein. Ja, du hast mich gerecht. Wundervoll. Jetzt müssen sie lernen, die ewige Nacktheit zu genießen. Wenn du magst, gebe ich dir eine erhellende Schrift, in der ich schildere, warum man seine Muskeln entblößen sollte. Viel Spaß. Lebe wohl, Winchell der Barbusige. Okay. Ist klar. Ich weiß nicht, was soll jetzt hier schon wieder für Missionen sind. Ey, das gibt's nicht. Klingt ja echt. Wenn man das noch steigern kann heute, ich weiß nicht. Ich hasse das. Die greifen mich ja eh zu Tode an. Man kann alles steigern. Oh, bitte nicht. Das verkraft ich nicht. Flusswels klein. Oh. Flusswels. Krieg ich denn jetzt einen Flusswels her? Aus dem Fluss? Ich muss es ja erstmal suchen. Klein. Sehr witzig. Gucken, was hier so rumkraucht. Ja, das könnte ein bisschen dauern. Das Wasser sprudelt, so viele Fische sind hier. Also so viele finde ich jetzt nicht, aber...
haben Zeit. Ja, ich auch. Hallo. Hackt der wohl bei dir? Also 3 Stück haben wir schon mal. Tote Hose im Fluss. Ja, ist schon ein bisschen wenig los hier. Ah. Toll, jetzt ist der auch noch... Ah, okay, ich dachte, der ist entkommen. Das sah gerade etwas so aus. Ist schön, wie der eine jetzt hier extra rüberschwimmt. Nett. Wo sehe ich die eigentlich im Inventar?